Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um mein Alltagsfahrzeug hier, E93 M3. Coole Sache, geiler Motor, sehr schöne Form, sehr breit ausgestellte Kotflügel auch hinten. Echt super Sache optisch. Was ein bisschen schwach war, war optisch zumindest die Bremsanlage vorne mit dem Einkommensattel, der so ganz unauffällig hinter der Felge seinen Dienst verrichtet hat. Die Anlage war jetzt eh runter, also habe ich mal die Chance genutzt, hier nochmal eine neue Bremse zu konstruieren. Besteht aus einer Audi TT RS-Scheibe 370 mal 32, also ein bisschen größer im Durchmesser und auch ein bisschen größer in der Stärke als wie original und einem Sechskolben-Sattel von einem Maserati. Kleiner Sattel, sehr schlicht, hat mir sehr gut gefallen optisch, nicht so ein Riesenteil wie Panamera und Cayenne. Ja, zusammen mit der Scheibe wunderbares Belagbild, fühlt sich alles sehr gut an. Was man sagen muss, die Scheibe hat eine sehr flache Topftiefe, das heißt, diese ganze Bremsanlage wandert so einen Zentimeter weiter raus, was die Sache natürlich kritisch für bestimmte Felgen macht. Für Felgen, die jetzt bremseunfreundlich sind, wird das nicht klappen. Hier ist jetzt so ein Zentimeter Luft, das sieht erstmal soweit ganz gut aus, aber die Felge ist ja auch schön weit nach außen hier so geschwungen. Durch das Konkave kommen allerdings die Sterne hier ganz schön weit auch ran. Mal schauen, wie das nachher bei den weiteren Felgen funktioniert, die ich noch testen möchte. Ich habe noch eine Schnitzer da in 19 Zoll, die auch sehr konkav ist, und meine Winterräder in 18 Zoll. Für 18 Zoll müsste es eigentlich auch klappen. Hier ist noch relativ viel Platz im Durchmesser, aber das werden wir gleich nochmal ausprobieren. Der Adapter ist hier noch ein Prototyp, noch unverzinkt, aber den werde ich an mein Auto erstmal fahren, um auszukriegen, ob die Anlage auch fahrtechnisch überzeugt, weil hier auf dem Schraubstock lässt sich natürlich so eine Anlage wunderbar konstruieren, aber letztlich muss das ja auch alles am Fahrzeug funktionieren. Also kommt der Panzer erstmal auf die Bühne und dann werden wir erstmal die Serienbremse demontieren und schauen, mit welchen Felgen das hier passt. Die originale Bremse muss erstmal demontiert werden. Der neue Adapter wird hier von außen rangesetzt. Das Ankerblech muss unten ein bisschen weggebogen werden. Ich denke mal, ich werde es ja noch mit einer dünnen Flexscheibe einfach entfernen, so die letzte kleine Ecke. Dann kann der Adapter hier festgeschraubt werden mit M12 Schrauben, 19er Schlüsselweite von hinten. 95 Newtonmeter wäre hier das Drehmoment, wenn es jetzt final wäre. Ja, eigentlich keine große Sache. Von hinten festschrauben. Eigentlich fertig. So, Bremsscheibe wird angesetzt. Die ist umgearbeitet für den BMW-Lochkreis, das heißt Mittelloch auf 79, die 520 nacharbeiten. Die Bremsscheibe muss erstmal mit Radbolzen oder ähnlichem fixiert werden, da sind keine Befestigungsmöglichkeiten mehr gegeben. Der Maserati-Sattel wird einfach angesetzt mit Imbusschrauben M12 mit 10er Imbus festgeschraubt. Ja, Rad drauf, das Rad passt hier drauf, wunderbar. Das sind hier Nachbauten der Forged Star F14-Felge. Vorne glaube ich 9x19, ET20 oder sowas in der Richtung, hinten 10x19. Passt also ganz wunderbar. Sehr luftige Felge, das heißt, der Sattel kommt auch wunderbar zur Geltung. Kann man eigentlich zufrieden sein. Die Anlage passt also ganz wunderbar auch unter 18 Zoll. Das sind jetzt hier nicht die originalen 18 Zöller von dem E92, sondern das sind hier Felgen vom E63. 8x18 ET14, ein Standardrad, was am 6er auch total belanglos aussieht, mir an dem E93 M3 aber richtig gut gefällt. 18 Zoll fährt sich sowieso ziemlich geil an dem Fahrzeug, muss man ganz klar sagen. Man hat halt ein geringeres Felgengewicht als bei 19 Zoll. Die Reifen können noch ein bisschen mehr arbeiten. Fährt sich wirklich richtig cool. Also mit den Reifen macht der Wagen auch am meisten Spaß, definitiv. Und deshalb habe ich auch die Anlage nicht ganz so riesig gewählt. Man kann ja mit den Bremsscheibengrößen bei den Fahrzeugen hier auch ins Unendliche wachsen. Aber 18 Zoll war mir hier wichtig, deshalb nur 370 im Durchmesser. Und das passt hier ganz toll vorbei. Also ich habe hier locker einen Fingerplatz und auch am Durchmesser noch einen Zentimeter. Die Anlage sollte also mit den meisten Felgen in 18 Zoll passen. Die müssen halt durchaus bremsenfreundlich sein. Das ist ja bei den originalen BMW-Felgen, auch bei den 19 Zollern der Fall. Die sind also hier wirklich sehr schön ausgeschnitten. Haben hier viel Platz für eine große Bremsanlage. Wenn man jetzt da irgendwelche Tuningfelgen hat, muss man ein bisschen schauen.
Wir werden mal schauen, was die Schnitzerfelgen jetzt dazu sagen, die ich noch habe. Die sehen eher ein bisschen kritisch aus. Mal gucken. Also die Schnitzerfellen passen leider nicht drauf. Hier in dem Bereich wurde zu eng, liegen sie am Sattel an. Müsste ich das Handschein fahren, aber das Handschein sind hier glaube ich nicht mehr möglich, weil das schon eine ganz schön breite Geschichte ist. Das sind glaube ich 8,5 x 17 ET15, also auch durchaus gut passend. Ich schau mal das Handschein, vielleicht kriege ich mal mit einer 15er noch montiert, aber es wäre mir eigentlich dann auch zu breit am Fahrzeug. So, jetzt 25 mm das Handscheiben, also eigentlich unfahrbar. Ich vermute mal, das wird hier nicht vorbeigehen. Jetzt habe ich erst den Abstand, sogar noch ein bisschen weniger Abstand, als wie ich mit den anderen Felgen hatte. Das heißt, das ist tatsächlich hier auch das Minimum. Da kann man auch auf 20er reduzieren. Das heißt, Schnitzerfelge ist hier völlig raus mit dieser Bremsanlage. Ich lasse es mal runter, wir gucken mal, wie das unten aussieht. Ja gut, den Radsatz kann ich dann also wieder verkaufen. Das ist eine sehr gefragte Felge vom E38, E39. Weil so breit, wie das hier übersteht, kann man das nicht passend machen. Die Kotflügel sind ja aus Plastik vorne. Will ich auch nicht, dass das vorne so breit wird. Ja, wenn ihr auch so eine Bremse haben wolltet, dann müsstet ihr mich anschreiben. Ich würde eventuell eine kleine Serie auflegen, aber dazu müsste ich mindestens 10 Vorbestellungen haben. Und dann könnte ich mir vorstellen, die Adapter für 2,49 in den Shop mit reinzunehmen. Alle anderen Teilenummern und Bestellnummern für die Scheiben und Sättel würde ich dann entsprechend bekannt geben. Und eine FEM-Analyse würde ich auch erstellen für die Adapter, dass es dann bei der Eintragung ein bisschen leichter wird.